Hallo Babys, habt ihr Spaß im Vergnügungspark? Das Oktopusrad macht so viel Spaß. Oh nein, wenn Sitron hier ist, wird gleich etwas Schlimmes passieren. Oh oh, du steckst im Schlamm fest. Supertruck, Chili steckt fest. Er braucht deine Hilfe. Gut gemacht, Supertruck. Sitron, was hast du vor? Oh nein, Sitron hat Supertruck und die Babys im Schlamm gefangen. Lass uns aus dem Schlamm herauskommen, Supertruck. Zeit zum Transformieren. Super Monster Truck wird euch befreien, Babys. Bringen wir euch an einen sicheren Ort. Deine riesigen Räder werden dir helfen, auf dem Schlamm zu fahren. Jetzt bist du in Sicherheit, Sunny. Oh nein, es ist wieder Sitron und er hat eine Schlammkanone. Super Truck, die Babys stecken fest. Wie willst du sie aus dem Schlamm befreien, ST? Zeit, den ST-3000 einzusetzen. Der Enterhaken holt die Babys aus dem Schlamm. Lass uns mit Sunny auf die saubere Seite gehen. Oh nein, die Babys stecken wieder im Schlamm fest. Keine Sorge, Babys, ihr werdet bald in Sicherheit sein. Oh nein, Sitron wird alles tun, um dich festzuhalten. Du musst dich aus dem Schlamm befreien und die Babys retten. Zeit zum Transformieren. Sprungfeder-Truck wird aus dem Schlamm springen. Lass uns deinen Greifer benutzen und die Babys hier rausholen. Sehr gut, Super-Truck. Die Baby-Trucks sind jetzt in Sicherheit, aber es gibt immer noch Sitron. Sitron steckt fest. Ernsthaft, Sitron, nach allem, was du getan hast... Du solltest ihm lieber helfen, Supertruck. Sitron, nimm den Haken. Super. Jetzt lass dich von Supertruck rausziehen. Komm schon, Sitron. Supertruck versucht dir zu helfen. Oh nein, Supertruck braucht Hilfe. Die Babys benutzen Sitrons Waffe. Gute Arbeit, Babys. Das wird hier eine Lehre sein. Danke, dass du die Babys gerettet hast, Supertruck. Niemand kann dir glauben, nach dem, was du getan hast. Habt ihr ein Eiscreme-Wettessen? Wow, sieht aus, als hättet ihr Gehirnfrost. Gehirnfrost kann dich aufhalten, was? Walter, dich hat's schlimm erwischt. Hey Carl, sieht aus, als gäbe es ein Problem. Das schaust du dir besser an. Wow, sieht aus, als wäre Billy vom Rhythmus von Danes Abrisskugel hypnotisiert worden. Oh nein, Billy ist so hypnotisiert, dass er alles zerstören will, was er sieht.
Du hältst ihn besser auf, bevor er etwas Gefährliches tut. Dace, was ist passiert? Du hast ihm gesagt, er soll alles zerstören? Ihr habt über die Baustelle gesprochen. Billy muss verstanden haben, dass er die ganze Stadt zerstören soll, weil er hypnotisiert war. Okay, lasst uns die Stadt aufräumen und Billy aufhalten. Wow, Billy hat ganz schön viel Unheil angerichtet. Massimo, bist du okay? Du bist auf einer Bananenschale ausgerutscht? Keine Sorge, Supertruck wird Billy aufhalten. Oh, Jerry, pass auf! Oh nein, sieht aus, als wäre da jemand gefangen. Walter, bist du okay? Dein Hut hat dich beschützt. Der muss ziemlich hart sein. Was? Billy fährt auf den Powerkristall zu? Supertruck, er fährt auf den Powerkristall zu. Wenn er ihn zerstört, ist die Stadt erledigt. Richtig, Walter. Supertruck muss ihn irgendwie verlangsamen. Gehirnfrost kann dich ausbremsen, was? Na klar, du kannst den Gefrierstrahl benutzen. Billy, das ist zu deiner eigenen Sicherheit. Ja! Wow, der Gehirnfrost hat die Hypnose aufgehoben. Billy, du wurdest hypnotisiert. Supertruck hat dich mit Gehirnfrost geheilt. Supertruck, es passiert schon wieder. Du unternimmst besser was. Ah, es ist eine Hypnose-Show. Billy ist hypnotisiert und denkt, dass Walter eine Eiscreme ist? Pass auf, Walter! Hey, Jungs! Übt ihr Kopfbälle? Seid vorsichtig! Lasst ihn nicht fallen! Ich habe gehört, es gibt Haie im Fluss! Schaut aus, als gäbe es ein Problem. Das schaust du dir besser an. Walter war auf dem Weg zum Fußballspiel. Er ist ein Schiedsrichter. Sieht aus, als gäbe es zu viel Verkehr. Walter kommt nicht durch. Das Spiel kann ohne ihn nicht starten. Walter, Supertruck ist hier, um zu helfen. Irgendwelche Ideen, Carl? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Stimmt, du solltest dich verwandeln. Aha.
Alle an Bord! Okay, jetzt wird Supertruck direkt am Verkehr vorbeifahren. Wow, so schnell! Wow! Stimmt, du wirst springen müssen, sonst schafft es Walter nicht rechtzeitig. Wow, du hast es geschafft! Oh nein! Es liegt zu viel Müll auf der Strecke. Du schaffst es nicht vorbei. Walter, komm raus! Schon gut. Supertruck hat einen Plan. Was machst du denn da? Schon okay, Walter. Der ST-3000 weiß, wohin er muss. ST-3000 fliegt davon. Ihr seht richtig, Leute. Car Citys Fußballstar fliegt zum Spiel. Sieht aus, als kämst du gerade noch rechtzeitig, Walter. Ich liebe Fußball. Wow! Der Wahnsinn! Ihr zwei seid klasse Stuntmen. Das Signal! Jemand braucht Supertruck! Lass uns gehen! Unsere Raketenfreunde haben neue Düsen ausprobiert, als Rocky ein Problem mit seinem Motor hatte. Supertruck, bitte hilf Rocky zu landen. Baby Rocky macht sich Sorgen, dass sein Papa crasht. Hi, Baby Rocky. Keine Sorge, Supertruck ist hier, um dir zu helfen. Wow, sei vorsichtig. Supertruck, du musst Rocky aufhalten und diesen unkontrollierten Flug beenden. Baby Rocky, nein! Baby Rocky, pass auf! Das war knapp. Supertruck, benutzt den ST-3000, um Rocky aufzuhalten. Ein Magnet? Wie wirst du den einsetzen, Supertruck? Na klar, Rocky ist aus Metall. Also zieht der Magnet ihn an. So weit, so gut, Supertruck. Oh nein! Supertruck, pass auf! Feuer! Supertruck, unternimm etwas!
Super Fire Truck? Natürlich! Mach schon, Super Truck! Gut gemacht, Super Truck! Aber was ist mit Rocky? Es funktioniert! Rockys Motor hat gestoppt! Dein Papa ist in Sicherheit, Baby Rocky! Vielen Dank, Super Truck! Der Motor ist repariert. Probieren wir ihn aus. Ich bin gespannt. Die Motoren funktionieren perfekt. Gut gemacht. Bis zum nächsten Mal. Hallo, Gary. Hast du heute Geburtstag? Und schau mal da drüben. Alles Gute zum Geburtstag. Komm schon, puste die Kerzen aus. Auf die Plätze, fertig, los! Was ist denn hier los? Wo ist der Geburtstagskuchen? Schau mal da! Krokomile hat ihn gestohlen! Zeit zum Transformieren! Gut mitgedacht. Die Polizei wird den Dieb verhaften. Der Super-Polizeitruck zur Rettung. Lass ihn nicht entkommen, Super-Truck. Pass auf! Sehr gut. Was für eine coole Pirouette, haha. Krokomile versucht dort entlang zu entkommen. Er geht in den Tunnel. Oh nein, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Wirst du dort durchgehen können? Du musst zum Tunnelausgang gehen, bevor er herauskommt. Denkst du, es ist Zeit für eine weitere Transformation? Und welche Verwandlung stellst du dir vor? Tolle Idee! Als Monster Truck kannst du durch den Park zum Ausgang des Tunnels fahren. Das Spiel ist vorbei. Aufgepasst! Wir können ihn nicht entkommen lassen. Ich glaube, es ist Zeit, den ST-3000 einzusetzen. Nicht so schnell, Krokomile! Haha, der Kuchen ist wieder unser. Netter Versuch, Krokomile. Du bekommst ihn nicht zurück. Krokomile, du solltest hinter dich schauen. Überraschung. Haha, lass ihn nicht entkommen. Das hat man davon, wenn man klaut. Warum hast du zwei Stücke genommen, Super Truck? Tut es dir leid, was du getan hast?